Hallo Roman? Wo bleibst du? Die Sendung soll beginnen. Ich bin hier im Senderaum. Es geht auch heute um elektromagnetische Wellen. Da wollte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, einen richtigen Rundfunksender zu besitzen. Wir sehen hier die Kondensatoren. Sie müssen eine Spannung von 44 kV aushalten. Davor sind die Spulen. Dort fließt ein Strom von mehreren 100 Ampere. Da würden sie natürlich sehr heiß werden und deshalb sind sie innen mit einem Wasserfluss gekühlt. Ich beeile mich und komme gleich ins Studio rüber. Grüß Gott, liebe Zuschauer. Wir beschäftigen uns heute natürlich nicht nur mit elektromagnetischen Wellen, sondern auch mit Schwingungen, und zwar nicht nur elektrischen, sondern auch mechanischen. Wir wollen hier mit zwei identischen Schaukeln untersuchen, ob die Schwingungsperiode von der Masse abhängt. Dazu haben wir uns einen jungen Gast eingeladen. Die Schwingungsperiode ist definiert als die Zeitdifferenz zwischen zwei gleichen Umkehrpunkten. Jetzt und jetzt. Und Sie sehen, wir schwingen synchron, obwohl wir doch ganz unterschiedliche Massen haben. Also die Schwingungsperiode hängt offensichtlich nicht von der Masse ab. Ich sehe, ihr habt schon angefangen. Entschuldigt bitte die Verspätung. Die Massenunabhängigkeit habt ihr schon gezeigt. Als nächstes möchten wir die Abhängigkeit von der Pendellänge untersuchen. Dazu haben wir eine dritte Schaukel, die entschieden kürzer ist als die anderen beiden. Beachten Sie, wieder nach Synchronisation, jetzt unsere verschiedenen Schaukeln. Und jetzt sieht man schon deutlich, dass meine kürzere Schaukel schneller ist. Oder präziser ausgedrückt, die Schwingungsperiode ist kürzer. Mehr können wir an den Schaukeln nicht verändern. Aber da ist noch ein weiterer Einfluss, der sehr wichtig ist, der der Schaukeln überhaupt erst ermöglicht, nämlich die Schwerkraft, ausgedrückt durch die schwere Beschleunigung G. Jetzt erinnern Sie sich an die Formel für die Schwingungsperiode von einem Fadenpendel. T ist doch 2 mal Pi mal Wurzel aus Fadenlänge dividiert durch schwere Beschleunigung G. Vorsicht, dabei sind einige Idealisierungen gemacht. Als erstes muss die Masse des Fadens, also hier die Masse des Seiles, vernachlässigbar klein sein im Verhältnis zur Schwingmasse. Die andere Einschränkung betrifft die Amplitude. Bis jetzt haben wir immer nur mit kleiner Amplitude geschaukelt. Jetzt schaukle ich mal mit sehr großer Amplitude. Ich werde versuchen, wieder zu synchronisieren. Das ist jetzt der Fall. Und es ist kaum ein Unterschied zu merken, aber doch jetzt, dass die Perioden unterschiedlich sind, die Schaukeln sind jetzt nicht mehr synchron. Das heißt, die zweite Einschränkung für unsere Formel bedeutet, dass sie nur gilt, wenn die Amplitude relativ klein ist. Ist Ihnen inzwischen ein anderes Standardbeispiel für mechanische Schwingungen eingefallen? Ich meine das Federpendel. Sie wissen ja, bei einer Feder ist die Kraft proportional zur Dehnung. Damit können wir eine Federkonstante definieren und damit berechnet sich die Periodendauer wie 2 mal Pi mal Wurzel aus Masse durch die Federkonstante. Sie sehen also, im Gegensatz zum Fadenpendel ist beim Federpendel die Periode abhängig von der Masse. Wir wollen jetzt damit eine Uhr konstruieren, und zwar den prinzipiellen Kern einer Uhr, die sogenannte Unruhe. Wir haben hier eine Feder mit der Federhärte 3,33 Newton pro Meter. Und wir wollen eine ganz einfache Uhr haben,
eine mit einer Periodendauer eine Sekunde. Wir wollen also jetzt wissen, welche Masse müssen wir anhängen, damit wir das erreichen. Dazu verwenden wir die schon eben bekannt gegebene Formel. Bekannt ist doch schon die Federkonstante mit 3,33 Newton pro Meter, die erwartete Periodendauer 1,0 Sekunden und diese Formel, gesucht ist die Masse. Ich forme es also nach der Masse um. Ich bringe zuerst 2π auf die andere Seite. Dann muss ich quadrieren, beide Seiten, bekomme d² durch 4π² gleich Masse durch Federkonstante. Und nun bringe ich noch die Federkonstante auf die andere Seite und habe als Formel für meine Masse Federkonstante mal Periode zum Quadrat dividiert durch 4π². Wenn ich die gegebenen Werte einsetze, mal 1 zum Quadrat dividiert durch 4 dividiert durch π Quadrat ist gleich, bekomme ich eine Masse von 0,084 Kilogramm. Das heißt, du musst genau 84 Gramm Pendelmasse verwenden. Ah ja, dann werde ich noch diese Zusatzmasse anbringen. Lass das System schwingen. 21, 22, das könnte ganz gut stimmen. Ich werde zur Kontrolle 10 Perioden messen. Und jetzt 1, 2, 3, 9, 10. 10,3 Sekunden, das ist doch ganz ordentlich. Die Uhrenruhe, also der Taktgeber unserer Uhr, wäre damit fertig. Was uns noch fehlt, ist natürlich die Umsetzung auf einen Zeiger und einen Antrieb. Durch die Dämpfung wird die Amplitude unseres Pendels ja immer geringer, bis es schließlich stehen bleibt. Das heißt, es wird von dem Pendel Energie an die Umgebung abgegeben. Diese Energie stammt aus der Schwingungsenergie. Beschäftigen wir uns noch ein bisschen mit dieser Schwingungsenergie für unser Beispiel. Ja, dazu wollen wir ein wichtiges Prinzip verwenden, die Energieerhaltung. Allerdings ändert sich laufend die Zusammensetzung der Gesamtenergie. Im unteren Umkehrpunkt ist die Federenergie maximal, die Geschwindigkeit ist null, also die kinetische Energie ist null und die potenzielle Energie ist auch sehr gering. In der Mittellage haben wir eine maximale Geschwindigkeit und damit eine maximale kinetische Energie. Die Lageenergie ist etwas höher und die Federenergie ist etwas geringer. Versuchen wir, den mathematischen Zusammenhang für diese Energie aufzustellen. Sie sehen hier die Feder ohne Masse und mit Masse. Sie wird um eine bestimmte Länge L0 gedehnt. An diesen Ort legen wir die Ruhelage unseres Pendels. Die momentane Auslenkung x wird von hier nach oben oder nach unten gezählt. Dieses nehmen wir auch gleichzeitig als Bezugsniveau für unsere potenzielle Energie. Sie lässt sich damit ganz einfach aufschreiben. Sie ist nämlich E-Pot gleich Masse mal Erdbeschleunigung mal x. Als nächstes die Federenergie. Sie ist allgemein gegeben durch die Formel 1/2 mal d mal Dehnung zum Quadrat. Also Federenergie ist gleich 1/2 mal Federkonstante mal Dehnung. Und die Dehnung der Feder ist jetzt aber die Ruhedehnung minus der momentanen Schwingungsphase. L0 minus x in Klammern zum Quadrat. Und die kinetische Energie, die fällt Ihnen inzwischen ganz leicht ein, die ist wie immer 1/2 mal Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat. Und damit man merkt, dass die Geschwindigkeit ortsabhängig ist und nicht konstant, gebe ich hier den Index x. Die Gesamtenergie ist natürlich die Summe aus allen dreien Einzelenergien.
plus der kinetischen Energie. Die Ruhelänge L0, die kann man messen. Sie ist in unserem Fall gerade 25 cm. Schwieriger ist es mit der Geschwindigkeit. Die lässt sich sehr schwierig messen. Deshalb brauchen wir eine Situation, bei der wir die Geschwindigkeit genau kennen. Und das haben wir ja schon festgestellt, das ist entweder der untere oder obere Umkehrpunkt. Also dann, wenn x-max, x gleich x-max oder minus x-max ist. Die Geschwindigkeit ist dann 0, die kinetische Energie ist dann auch 0. Wenn Sie für ein x-max zum Beispiel 10 cm wählen, dann bekommen Sie als Gesamtenergie den Wert von 0,12 Joule. Das habe ich vorher schon ausgerechnet und es wäre eine schöne Übung für Sie, das auch nachzurechnen. Ja, und es wäre eine weitere schöne Übung, jetzt mit dem Prinzip der Energieerhaltung die maximale Geschwindigkeit auszurechnen. Dazu müsste man diese Energiegleichung nach V auflösen. Und für x gleich 0 ergibt sich dann Vmax. Auch das wäre eine schöne Übung für Sie und vergleichen Sie dann Ihr Ergebnis mit Ihnen bekannten Werten für Geschwindigkeiten. Kehren wir zurück zum Rundfunksender, unserem Anfangsbeispiel. Auch der hat etwas mit Schwingungen zu tun, diesmal aber mit Spannungs- und Stromschwingungen. Über die Sendeantenne wird so eine elektromagnetische Welle an den Raum abgegeben. Entsprechend der Wellenlänge dieser elektromagnetischen Welle sind die Sendebereiche eingeteilt. Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle und Ultrakurzwelle. Ja, aber angegeben sind dann immer die Frequenzen, so und so viele Kilohertz oder Megahertz. Diese beiden Größen sind aber leicht ineinander überführbar. Es gilt ja der Zusammenhang, C ist gleich Wellenlänge mal Frequenz. Dazu die Langwelle. Sie beginnt bei etwa 100 Kilohertz. Dafür rechnen wir die Wellenlänge aus, Lambda gleich C dividiert durch F ist gleich 300.000 Kilometer pro Sekunde dividiert durch 100 Kilohertz. Das ergibt 3 Kilometer. Betrachten wir einen anderen Bereich, der eine viel kürzere Wellenlänge hat, und zwar eine, die um 3 Zehnerpotenzen kleiner ist, 3 Meter, dann müssen wir entsprechend die Frequenz um 3 Zehnerpotenzen größer machen, also 100 Megahertz, und das ist bekanntlich Ultrakurzwelle. Die Radiowellen sind allerdings nur ein kleiner Ausschnitt aus dem gesamten Spektrum der elektromagnetischen Wellen. Gehen wir in der Frequenz 3 Zehnerpotenzen weiter, so kommen wir zum Infrarot, zur Wärmestrahlung. Infrarot hat eine Wellenlänge im Millimeterbereich. Die Frequenz entsprechend bei 100 GHz. Das heißt, sie noch 11 Hertz. Nochmals 4 Zehnerpotenzen weiter kommen wir zum sichtbaren Licht. Der Bereich reicht von 780 Nanometer, das ist rotes Licht, bis 360 Nanometer, das ist violettes Licht. Ein Nanometer ist bekanntlich 10 hoch minus 9 Meter. Die Frequenz ist dabei typisch 10 hoch 15 Hertz. Und so geht es weiter. Nach wieder 4 Zehnerpotenzen findet man Röntgenstrahlung. Sie rührt von der Atomhülle her. Eine typische Wellenlänge ist ein Angström, 10 hoch minus 10 Meter. Etwa in diesem Bereich beginnt auch die Gammastrahlung, die bei Atomkernschwingungen erzeugt wird. Sie überstreicht die nächsten Zehnerpotenzen des Frequenzspektrums. Wir haben jetzt einen Wellenlängenbereich von fast 20 Zehnerpotenzen überblickt. Von der Physik her ist es eindrucksvoll, dass für dieses ganze unvorstellbar große Spektrum jeweils die gleichen Gesetze der elektromagnetischen Wellen gelten. Und diese Gesetze gelten auch noch für mechanische Wellen. Deshalb rendiert es sich, dass wir die Gesetze nochmal an einem ausführlichen Beispiel besprechen. Dazu verwenden wir unsere Prüfungsaufgabe. Heute ein Teil der Hauptprüfung 1986 für den Sendebereich des Südwestfunkes. Eine Transversalwelle breitet sich mit der Geschwindigkeit V gleich 20 cm mal Sekunde hoch minus 1 entlang einer Wasseroberfläche aus.